vielen Dank für das Interesse. Und erstmal grüß Gott aus Oberbayern. Da bin ich nämlich gerade. Da es mir leider nicht vergönnt war, direkt vor Ort zu sein. Für mich ehrlich gesagt auch ziemlich blöde, weil ich habe den Vortrag etwas anders konzipiert und eigentlich auf mehr Interaktion gebaut, was aber ja, sich auf dem Weg dann doch etwas schwierig zeigt. Ich werde mal versuchen, ob es trotzdem einigermaßen interessant wird und würde der Höflichkeit halber damit beginnen, dass ich mich kurz vorstelle und unser Unternehmen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Fange ich mal bei mir an. Ich hoffe, das klappt mit den Folien, dass die dann auch ankommen. Wenn nicht, bitte laut rufen. Mein Name ist Jürgen Burger. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von Freiburg, wohne zwischenzeitlich seit einigen Jahren im wunderschönen Oberbayern. Meine berufliche Laufbahn habe ich mal begonnen als Drucker, vor gefühlt ewigen Zeiten, und habe danach studiert. Anschließend habe ich einige Jahre in der Druckerei gearbeitet, durfte dort einen Medienbereich eröffnen, so wie es damals fast schon üblich war, haben die Druckereien ihr Heil in der Mediendienstleistung gesucht. Wir haben das auch getan, haben angefangen, uns mit den Themen Bilddatenbanken, Web-to-Print, Database-Publishing zu beschäftigen. Database-Publishing hieß damals noch Access-Datenbanken und FrameMaker und ähnliche Werkzeuge. Etwas anders als heute. Aber das war mein Zugang zu diesem ganzen Thema Medien- und Produktkommunikation. Ich habe in der Zeit erkannt, dass ich die größte Freude eigentlich daran habe, Kunden zu beraten, zu unterstützen bei der Konzeption, bei der Einführung von Lösungen, habe mich deshalb dann auch selbstständig gemacht, mein erstes Unternehmen gegründet und auf die Beratung konzentriert. Thema war dabei immer eigentlich so dieses ganze Themenfeld Produktkommunikation. Danach habe ich dann einige Jahre für ein deutsches Analystenhaus gearbeitet und dort den Bereich Marktanalyse verantwortet. Das heißt, ich durfte in dem Kontext sehr viele Anbieter sehr genau kennenlernen, weil wir die sehr, sehr granular untersucht haben. 2019 habe ich dann ein weiteres Unternehmen gegründet, mich mit Cineo selbstständig gemacht. Und mit diesem Unternehmen stehe ich vor Ihnen. Ein paar, wenn ich mal den Markt beschreibe, dann gibt es verschiedene Arten von Marktteilnehmern. Es gibt natürlich die Nachfrager, die Kunden im Bereich Produktkommunikation, wie überall. Es gibt die Anbieter, das sind in unserem Kontext die Softwareanbieter, das sind die Systemintegratoren, die diese Software dann integrieren. Wir haben die Berater, die die Kunden unterstützen, und wir haben Digitalagenturen, die ebenfalls beratend und implementierend tätig sind. Wir positionieren uns als unabhängige Instanz genau in der Mitte und und tun im Grunde zwei Dinge. Wir unterstützen Kunden dabei, unsere Kunden, die Nachfrager, dabei die richtigen Lösungen für ihren Bedarf zu identifizieren und auszuwählen. Also klassische Auswahlberatung, Evaluation. Und damit wir das ganz umfänglich tun können und immer quasi aus dem Vollen schöpfen, analysieren wir den Anbietermarkt. Das heißt, wir schauen uns ständig an, welche Anbieter gibt es im Markt. Das mündet bei uns in sogenannte Marktübersichten, Navigatoren genannt auf der Website. Und wir analysieren wirklich viele dieser Anbieter, um Detailwissen über die Lösungen zu haben. Das ermöglicht uns dann, wenn ein Kunde sagt, wir haben ganz konkrete Anforderungen, dann eine Empfehlung abzugeben im Sinne einer Shortlist, welche Lösungen passen für diesen Kunden. Da sind wir verortet. Unsere Besonderheit an der Stelle, wir sind absolut unabhängig, das heißt keine Verbindungen mit Anbietern, mit Integratoren oder anderen. Unser einziges Interesse besteht darin, die jeweils passendste Lösung für den Kunden herauszufinden. So, kommen wir mal zum
Thema der Veranstaltung zum Titel Content-Systeme, ein Überblick. Ich liebe solche Überschriften, ich sage Ihnen auch gleich warum. Sie kennen ja sicher alle das Phänomen, dass wenn jemand einen Begriff wie zum Beispiel Content-Systeme oder eine Abkürzung wie zum Beispiel CMS in den Raum wirft, dass dann jeder wissend nickt, entweder weil er sich keine Blöße geben möchte oder weil er dazu schon mal was gehört hat und eine Idee hat oder aber weil er sich richtig gut damit auskennt. Aber selbst wenn letzteres der Fall ist, kann es sehr gut sein, dass sein Nachbar, der sich ebenfalls gut auskennt, eine ganz andere Idee zu dem Thema hat. Deshalb bin ich ein ganz großer Freund davon, die vielen, vielen Buzzwords, die es in unserer Branche wie in vielen anderen auch gibt, gerne mit Inhalt zu füllen. Das werde ich jetzt versuchen in dem Vortrag. Da es heißt ein Überblick, werde ich auch versuchen, eine entsprechende Flughöhe einzuhalten und keine Sturzflüge in einzelne Themen hineinzumachen. Es geht um einen Überblick, das heißt, wir werden ja auf einer gewissen Flughöhe bleiben dabei, was nicht heißt, dass Detailfragen dann möglich sind. So, einige Begriffe, die mir in dem Kontext sofort begegnet sind, Content-Systeme, kennen Sie so gut wie ich, Content-Management, ich habe es gerade schon benannt, Content-Management-Systeme, CMS, das Thema Content-Marketing natürlich, was ich neu und spannend fand, der Begriff Content-Farm, User-Generated Content, Content-Syndication und ich könnte wahrscheinlich jetzt den Rest des Vortrages mit Begriffen füllen, unglaublich viele Vokabeln, letztendlich dann noch zum Abschluss der Punkt Content is King. All das kennen wir, mehr oder weniger. Um mich dem anzunähern, war dann aber die Frage, was heißt eigentlich Content? Was verstehen wir darunter? Bevor wir über Content-Systeme sprechen, sollten wir erstmal darüber sprechen. Erster Schritt, ganz typisch, in Wikipedia nachgeschaut, was verrät uns Wikipedia dazu? Fand ich ganz interessant. Der Anglizismus Content steht für die in IT-Systemen vorhandenen Informationen. Sagt gar nichts. Ja. Also logischerweise hat jedes IT-System Informationen. Dann könnten wir unter Content-Systemen natürlich alles subsumieren. Ja, von CRM über ERP bis zu CPQ und ich weiß nicht was. Ja. Geht alles. Interessanter dann schon, wenn man vom Anglizismus-Content zum deutschen Wort Inhalt geht. Als Inhalt wird der Informationsgehalt verstanden, der sich an den Endnutzer oder das Publikum wendet und Träger von Bedeutungen ist. Gerade der Punkt, der sich an den Endnutzer oder Publikum oder das Publikum wendet, der passt natürlich gut in unseren Kontext, weil wir uns ja im Bereich Marketing, Produktkommunikation bewegen, also Treffer an der Stelle. Nebenbei, den zweiten Teilsatz fand ich auch sehr gut und erfreulich. Träger von Bedeutungen zeigt auf, dass Content auch relevant sein sollte. Davon ausgehend, Marketing, Produktkommunikation, können wir dann schon mal anfangen, Content-Arten zu unterscheiden. Sie kennen das, wir haben Stammdaten, wir haben technische Daten, Texte in völlig unterschiedlicher Form, Produktbeschreibungen, aber auch Anwendungsfälle und Ähnliches. Die Übersetzungen all dieser Dinge, Bilder, Videos, Sound, Zeichnungen, Dokumente und auch hier ließe sich die Liste noch deutlich fortsetzen. Was sich zeigt, unterschiedliche Arten von Content bedeutet auch, wir haben im Endeffekt unterschiedliche funktionale Anforderungen, weil ein Bild oder ein Video eine andere Behandlung braucht als ein Text oder technische Daten. So. Gehen wir weiter. Ich würde in dem Kontext noch auf zwei Begriffe eingehen, die sich dann auch auswirken auf das Ganze. Uns allen bekannt, Omnichannel, das heißt, auch da kurz erklärt, um nicht nur das Passwort zu nennen, Omnichannel, was bedeutet ist, wir haben zunehmend
viele Kanäle, über die publiziert werden, über die Kunden adressiert werden, mit unterschiedlichen Arten von Content. Wir kennen den reinen SEO-Content, wir kennen Social-Media-Content, wir wissen, dass der Text in einer Broschüre, in einer Printpublikation aus bekannten Gründen unter Umständen kürzer sein sollte als im Web und. Ja, sprich, diese Vielfalt und die stark zunehmende Vielfalt von Kanälen, Publikationskanälen, führt dazu, dass die Anforderungen und die Vielfalt der Content-Arten nochmal steigt. Anderer Begriff, auch allen bekannt, Thema Customer Experience. Worum geht's? Der Fokus bei dem ganzen Tun im Bereich Marketing, Produktkommunikation richtet sich immer mehr darauf, beim Kunden eine Zufriedenheit herzustellen, eine positive Erfahrung, idealerweise eine Begeisterung, eine langfristige emotionale Bindung an die Marke, an denjenigen, der kommuniziert. Deshalb wird auch großer Wert gelegt auf die Customer Journey, sprich die Reise, die der Kunde mit einer Marke macht, von der ersten Inspiration für ein Produkt über die Absicherung, bin ich da richtig, ich schaue mir Rezensionen an, Bewertungen oder muss es doch ein Alternativprodukt sein, über den Kauf und den Service und so weiter. Sie kennen das, ja, wichtig an der Stelle. Bei der Customer Experience haben wir implizit zum einen das Thema Product Experience, also ganz konkret Produkt, die Erfahrung mit dem Produkt. Und noch wichtiger, wir haben unterschiedliche Informationsanforderungen, je nachdem, wo sich ein Kunde auf seiner Reise gerade bewegt. Ja, ob er eben sich inspirieren lassen möchte oder ob er direkt kauft. Das sind unterschiedliche Anforderungen an Informationen, an Content. So. Kommen wir mal zum zweiten Wort im Titel, die Systeme. Was haben wir bisher jetzt gehört? Es gibt viele unterschiedliche Content-Arten. Wir haben viele Kanäle und Verwendungszwecke und wir haben viele unterschiedliche Kundensituationen. Das bedeutet, ganz viel verschiedener Content, der jeweils individuell erstellt, verwaltet, ausgespielt werden möchte. Dazu braucht es jeweils unterschiedliche Anforderungen. Ich habe es gerade gesagt, die Erstellung von einem Video oder die Bearbeitung eines Bildes erfordert andere Funktionalitäten als die redaktionelle Erstellung eines Textes. So, diese unterschiedlichen funktionalen Anforderungen haben wiederum zur Ausprägung ganz unterschiedlicher Systeme geführt. Jetzt könnte ich auch eine große Wortwolke generieren mit ganz vielen Begriffen. Im Endeffekt geht es mir aber so, dass sich das Ganze zusammenfassen lässt in drei große Blöcke, Funktionsblöcke möchte ich es mal nennen. Ich bin gar nicht so sehr der Freund von Systemen zu sprechen, sondern eher von Funktionsblöcken. Da haben wir einmal den Bereich Content Management, wir haben das Thema Digital Asset Management und wir haben die Product Information Management Systeme. Fangen wir mal bei Content Management an. Es gibt da eine Reihe von Synonymen. Statt CMS können wir auch von WCMS, also von Web Content Management sprechen. Sie kennen den Begriff Enterprise Content Management, umfassender. Dazu gehören aber auch Redaktionssysteme, weil sich das Ganze eben nicht nur ums Web dreht, sondern auch um Print. Gerade die Redaktionssysteme, ursprünglich aus dem Bereich Print, Verlage, technische Dokumentation heraus entstanden. Neuere Entwicklungen sind dann Begriffe wie Web Experience und Digital Experience Plattform, wobei dort dann definitiv weitere Funktionen mit dabei sind. Funktionalitäten sind an der Stelle entsprechend der Inhalte, dann die Erstellung
redaktioneller Inhalte in Zusammenarbeit auch, in Kollaboration, die Versionierung, die Verwaltung von Textbausteinen und Ähnlichem. So, kommen wir mal zum Thema Digital Asset Management, DAM, oder auch im deutschsprachigen Raum eher MAM, Media Asset Management. Hier geht es dann ganz stark um Dateien. Dateien im Sinne von Bildern, Videos, Audiodateien, Dokumente, PDF, Word, PowerPoint, wie auch immer, 3D-Modelle, CAD-Formate und so weiter. Diese werden in sogenannten Digital Asset Management Systemen verwaltet. Hier sind es, wie schon angedeutet, andere Funktionalitäten. Es geht schon auch um die Erstellung natürlich. Es geht um Auswahl. Stellen Sie sich vor, ein Fotoshooting mit Hunderten von Bildern, aus denen dann in einem kollaborativen Prozess die richtigen Bilder ausgewählt werden sollen, durch Abstimmung, durch Voting, wie auch immer. Eine relevante Funktion. Das Thema Tagging von Bildern, sprich die Verschlagwortung, um sie dann auch später gut wiederzufinden, teilweise in die Systeme funktional integriert, teilweise und verstärkt eigentlich durch die Anbindung entsprechender KI-Systeme, die eine Bilderkennung haben und automatisiert dann Tags, also sprich Schlagworte, zuweisen. Bearbeitungsfunktionen, ich bleibe mal bei den Bildern, dort wäre es dann sowas wie ein Ausschnitt definieren. Die Derivierung natürlich für verschiedene Zielformate, ganz wesentlich. Wasserzeichenfunktionen, um die Assets zu schützen. Genauso aber bei Videos, der Videoschnitt und Ähnliches. Das sind Funktionen, die sind hier integriert. Wenn ich sage Videos, dann gibt es an der Stelle teilweise sogar Spezialsysteme, also Video-Asset-Management-Systeme, die dann nochmal fokussierter sich rein auf diese Art von Media-Asset beschränken. Und dann komme ich mal zum Thema Product Information Management, meiner eigenen Domäne, in der ich mich am allerbesten auskenne. Hier geht es um die Verwaltung, wie das Wort schon sagt, von Produktinformationen, sprich Produkt, also Stammdaten, technische Daten, Texte wie Beschreibungen, Vorteilsargumente, aber auch Zeichnungen, Bilder, Klassifikationen, Übersetzungen und so weiter. Funktional wieder etwas anderes, deshalb eben auch eine eigene Systemklasse. Wichtig an der Stelle Funktionen, zum Beispiel für das Daten-Onboarding, wenn wir im Händlerbereich sind, Händler, die die Daten nicht selbst erstellen, sondern von ihren Zulieferern bekommen. Ganz wichtig, dass es hier Funktionalitäten gibt, mit denen die Daten aufgenommen werden können, mit denen aber auch Daten weiter bearbeitet, angereichert werden können. Übersetzung findet an der Stelle statt, genauso wie das Thema Kanalsteuerung. Das heißt, in welche Kanäle sollen denn die Produktinformationen und welche Produktinformationen ausgespielt werden? Datenbereitstellung für andere Plattformen, das heißt Exportfunktionalitäten und Ähnliches. Und was hier aufgrund der immer intensiveren Positionierung in Unternehmen ganz wichtig wird, das Thema Workflow, Data Quality Management, das heißt die Unterstützung von entsprechenden Prozessen vom Onboarding bis zur Ausspielung. Und Datenqualität, also entsprechendes Datenqualitätsmanagement, um die Qualität der Daten dann entsprechend zu steigern und hochwertige Daten auszuspielen. Subsumiert habe ich an der Stelle, weil es mir um große Cluster ging, artverwandte Begriffe wie PXM und MDM, PXM für Product Experience Management, MDM für Multi-Domain Management. Ich würde gerne kurz darauf eingehen. Wie sieht die Abgrenzung aus? Ich fange mal bei PXM an, Product Experience Management. Aus meiner Sicht stellt es keine separate Systemklasse dar,
sondern man könnte es auch beschreiben als PIM 2.0. Hintergrund, DXM beschreibt primär eine andere Sicht auf das Thema. Product Experience Management, eher so die Datenverwaltungssicht, wie das Ganze entstand. Wir brauchen eine zentrale Quelle, an der die Daten komplett vorhanden sind, diese Single Source of Truth, wie es dann so gerne heißt. Eher die Verwaltungsaspekte, die Konsolidierung der Daten. Bei PXM geht der Blick sehr stark in Richtung Kunde. Wir hatten vorhin davon Customer Experience, Product Experience. Welche Erfahrung macht der Kunde mit einem Produkt? Bekommt er über alle Kanäle konsistente Informationen, also die Länge überall gleich oder unterschiedlich, weil die Daten eben nicht sauber gepflegt sind? Als ein ganz banales Beispiel, kurz gesagt, PXM, aus meiner Sicht ein ganz anderer Blickwinkel auf das Thema, aber das gleiche Thema im Endeffekt. Durch den Blick auf die Produkterfahrung des Kunden sind aber die Anforderungen auch gestiegen. Das heißt, wir haben plötzlich Themen wie kanalspezifischen Content. Und wir haben darüber hinaus personaspezifischen Content. Also nicht jeder Interessent bekommt an jedem Touchpoint, in jedem Kanal die gleiche Information, sondern wenn er sich durch sein Verhalten einer Persona zuordnen lässt, bekommt er passend zu dieser Persona entsprechend Informationen geliefert. So wie ich vorhin mein Bild mit Anzug gezeigt habe, könnte ich in einem anderen Kontext auch hingehen und ein Freizeitbild zeigen, was dann passender wäre, als es heute wäre. Also es geht bis dahin, dass Content komplett personalisiert wird, wenn man den Content-Nutzer kennt, wenn er sich identifiziert hat über die eine oder andere Weise, dann, dass man ganz gezielt Content ausspielt, keine Produkte anbietet, die er eh schon hat, weil man weiß, dass er die hat, sondern vielleicht ergänzende Produkte und Ähnliches. So, diese Dinge sind nur möglich, wenn im PIM entsprechend auch unterschiedliche Daten vorgehalten werden und wenn die Relationen an der Stelle gepflegt werden können. Das bedeutet, PXM, diese modernere Sicht auf das Thema, hat gleichzeitig höhere Ansprüche an das System. Deshalb spreche ich gerne von PIM 2.0. Ganz konkret eben, wie gerade gesagt, höhere Anforderungen ans Datenmodell, höhere Anforderungen dahin, nicht nur Objekte, unterschiedliche Domänen abbilden zu können, sondern auch das Beziehungswissen, die Relationen zwischen den Entitäten abbilden zu können und das Ganze noch so performant zu tun, dass womöglich in Echtzeit individueller Inhalt ausgespielt werden kann. Darüber hinaus noch ein paar funktionale, gesteigerte Anforderungen. Wir sprechen bei Texterstellung ja zwischenzeitlich auch von KI-Unterstützung. Auch das sollte in einem PXM-System oder besser PIM 2.0-System möglich sein. Genauso wie die Möglichkeit, die Datenqualität nicht nur komplett zu prüfen für ein Produkt, sondern auch kanal- und personaspezifisch prüfen zu können. Soweit zum Thema PXM. Komme ich mal zum Thema MDM, Multidomain-Management. Der Name sagt gleichzeitig, was es abgrenzt von PIM. Bei PIM haben wir erstmal nur die Domäne Produkt. In einem Multidomain-Management-System haben wir per se weitere Domänen, typischerweise Kundendaten, Lieferantendaten, als die am häufigsten vorkommenden Themen. Jetzt merkt man schon, bei PXM brauchen wir natürlich auch ein Stück weit solche Daten. Das heißt, ein PXM, ein PIM 2.0 hat auch nicht mehr nur die Domäne Produkt. Insofern sind die Abgrenzungen zwischen PIM, PXM, PIM 2.0 und MDM letztendlich fließend. So, bei MDM kann man ergänzend noch sagen,
Dort spielen Themen wie Analytics von jeher eine größere Rolle als im PIM. Auch das verschiebt sich ein Stück weit. Und wir finden dort Funktionalitäten für die Deduplizierung von Daten, für den Golden Record. Ganz kurz erklärt, Deduplizierung als die Auflösung von Duplikaten, die entstehen, wenn ich als Händler von mehreren Lieferanten das gleiche Produkt bekomme. Als ein Beispiel, ja, dass ich diese Duplikate auflöse, noch weiß, dass die eben von verschiedenen Lieferanten sind, aber nicht mehr das gleiche Produkt mehrfach im System vorhalte. Und Golden Record als der Ansatz, also das Konzept zu sagen, es gibt einen Datensatz, eine Entität, die mir das Produkt vollumfänglich mit allen Informationen beschreibt. Und ich bekomme von einem Lieferanten A vielleicht sehr gute Beschreibungen, von einem Lieferanten B sehr gute Bilder. Und weil ich das weiß, kann ich vom einen die Beschreibungen übernehmen, von dem anderen die Bilder und daraus einen Gesamtdatensatz generieren. So, das mal zu den großen Clustern an der Stelle. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wozu dient das Ganze? Im Endeffekt dient das Ganze ja dazu, wir haben hier die Content-Systeme und haben hier die Kanäle. Das Ganze dient ja dazu, dass wir den Content in die Kanäle ausspielen. Und an der Stelle würde ich gerne noch auf unterschiedliche Ansätze im Markt eingehen. Ein Stichwort heißt an der Stelle Best of Breed. Ja, also ich glaube, die Grafik bringt es nicht so super rüber, aber ich zeige es nochmal. Wir haben hier ein System, was nur in Anführungszeichen die PIM-Funktionalität abbildet, sich darauf fokussiert. Wir nennen das an der Stelle Best-of-Breed-Ansatz. Also es bleibt in diesem Funktionsbereich und holt sich die anderen Funktionen von entsprechenden anderen Best-of-Breed-Systemen, weil ein PIM muss ja auch mit Bildern arbeiten können, also wird es konnektiert mit einem entsprechenden DAM, wo dann DAM wird funktional integriert. So, ein Ansatz im Markt. Ein weiterer Ansatz, an der Stelle nenne ich mal erweitertes Best of Breed. Das PIM-System hat auch DAM-Funktionalität. Ich habe die Grafik bewusst hier nicht so weit rübergezogen, weil typischerweise eben nicht vollumfänglich, sondern das, was es braucht, um Bilder zu verwalten und ausspielen zu können, aber nicht mehr. Dem entgegen steht der Ansatz einer Software-Suite, die mehrere Funktionsbereiche abdeckt, mehr oder weniger umfänglich, sprich breiter daherkommt und damit ermöglicht, aus einem System heraus die Kanäle zu bedienen, mehr Funktionalitäten abzudecken. Jetzt muss man fairerweise unterscheiden zwischen sogenannten Verkaufssuiten. Das sind Softwarelösungen, bei denen nur die Verpackung einheitlich daherkommt und darunter eigentlich eigene Best-of-Breed-Lösungen sind, die durch den Zusammenkauf entstanden oder ähnliches. Unser Anspruch an eine Suite heißt, wir haben den gleichen Technologie-Stack darunter, wir haben gleiche Oberflächen, sofern die Funktionen das erlauben, aber dann doch ein gleiches Design, gleiche Elemente an gleicher Stelle und so weiter. Wir haben durchgängige Workflows, keinen Bruch zwischen den Bereichen und auch eine durchgängige Benutzerverwaltung. Dann spreche ich persönlich von einer wirklichen Suite. So, die kann auch noch weitergehen. Also teilweise enthält sie auch die Ausleitung in Kanäle, sprich ein eigenes Shop-System, Shop-Funktionalitäten integriert. Das könnte auch sein, dass Print-Funktionalitäten integriert sind. Das haben wir historisch in einigen Systemen. Sprich, wir haben hier unterschiedlich umfangreiche Systeme, von Best of Breed bis zu umfangreicheren, breiteren Lösungen. Und zu guter Letzt kann man hier noch die Content-Hubs anführen, weil es
zum Veranstaltungstitel gut passt. Content Hubs, die nicht selbst Funktionalitäten, typischerweise nicht selbst Funktionalitäten haben, um den Content zu erstellen, die dafür gemacht sind, Content aus verschiedenen Subsystemen aufzunehmen, um ihn dann in verschiedene Kanäle wieder auszuleiten. Ähnlich wie auf einer technischen Seite ein Enterprise Service Bus, ein ESB, der eben die Anzahl der Schnittstellen, die dann notwendig sind, reduziert. So, soweit so gut. Mir wichtig an der Stelle, ich löse mich immer mehr in unserer Marktbetrachtung von dem Begriff Systeme oder besser gesagt von XY-Systeme, CMS-Systeme, PIM-Systeme, DAM-Systeme, whatever-Systeme und gehe mehr dahin, von Systemen mit einer XY-Funktionalität zu sprechen, weil wir eben das Thema Suiten haben, wo es dann überschneidet, wo man sagen kann, ich habe ein PIM-System, was auch DAM-Funktionalität hat, ein System, was PIM, DAM und CMS-Funktionalität und womöglich noch E-Commerce-Funktionalität hat. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, Ihnen fallen sicher bei allen dann entsprechende Beispiele ein. Deshalb sprechen wir zwischenzeitlich lieber von Systemen mit einer XY-Funktionalität. Und auch ganz wichtig, welcher dieser Ansätze am besten bei einem Kunden passt, das hängt wirklich vom jeweiligen Kunden und seiner aktuellen Systemlandschaft und Architektur ab. Wie viel, ein Kollege spricht gern von Bebauung an der Stelle, wie viel Fläche wurde schon bebaut mit Systemen, welche Dinge, welche Domänen sind abgedeckt, welche Lücke soll gefüllt werden, davon hängt ab. Unter anderem davon hängt ab, ob ich eine Best-of-Breed-Lösung noch in die Lücke stelle oder eher mit einer breiter aufgestellten Lösung gut zum Ziel komme. Apropos Ziel. Jetzt bin ich auch schon am Ziel. Etwas schneller als geplant, glaube ich. Sie wissen jetzt vielleicht, warum ich das Bild am Anfang schon gewählt habe. Ich fand es ganz treffend, weil mit unterschiedlichem Content, die Blumen hier für den Content, unterschiedliche Farben, Größen, Formen, so sieht es mit dem Content aus, dafür gibt es unterschiedliche Systeme. Deshalb fand ich das Bild ganz treffend. Ich hoffe, dass ich damit das Ziel, was im Veranstaltungstitel adressiert war, einen Überblick zu schaffen, dass ich dieses Ziel einigermaßen erreichen konnte, ohne dass ich Sie noch mehr verwirrt oder vielleicht gelangweilt habe. In dem Sinn, erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, wenn